So, jetzt bin ich auch da. Jo, hier, guck's dir an. Ne, Okay. wenn man sich mal so umguckt. Ne? Ja. Ah, da vorne stehen so noch ein paar Fuzzis, die da versuchen rumzuknallern. Genau, und da ein paar Burgleichen Ah. und ein paar Leichen auf der eigenen Seite. Ja. So, jetzt heißt es, sprechen Sie mit Lieutenant. Lieutenant Orwell. Dann machen wir das. Admiral, wie gut, dass noch einer überlebt hat. Sir, wir sind wirklich froh, Sie hier zu sehen. Ich bin Lieutenant Orwell von der Risianischen Miliz und habe den Befehl, mit meinen Männern hier das Krankenhaus zu verteidigen, Sir. Gut, Lieutenant, wie ist die Lage? Sir, es ist wirklich schlimm. Der Kontakt zu den anderen Truppen ist unterbrochen. Wir verteidigen hier das Krankenhaus so gut wie es geht. Der Großteil meiner Männer ist schon gefallen, Admiral. Wir konnten zwar die Stellung hier halten und ein paar dieser Bastarde töten, aber lange halten wir nicht mehr hier durch, Sir. Die Borg sind wirklich überall hier auf Reiser. Wissen Sie die ungefähre Truppenstärke, Lieutenant? Sir, genau wissen wir es nicht. Die Borg sind viele und wie es scheint, kommen immer mehr von denen. Ich würde von mindestens 100 oder mehr ausgehen, Admiral. Gut, Lieutenant, Sie halten hier Ihren Männern weiterhin die Stellung und wir. Sir, können wir Sie nicht begleiten, Admiral? Nein, Sie bleiben hier. Ja. Wenn wir Überlebende finden, schicken wir Sie hierher. Habe verstanden, Sir. Wir werden uns dann um die Überlebenden kümmern, falls Sie welche finden, Admiral. Gut, Lieutenant. Wir kümmern uns jetzt um die Borg. Viel Glück, Sir. Besiegen Sie alle Borg-Truppen auf Risa. Danke, Lieutenant. Ihnen auch viel Glück. Tja, dann gucken wir mal kurz auf die Map. Ja. Es gibt nämlich vier Punkte, nämlich einmal A, B, C und D. Ich würde sagen, wir kämpfen uns erstmal zu A durch, dann zu B, dann zu C und dann zu D. Würde ich vorschlagen. Okay. Hm? Einverstanden, geh du mal vor, ich stehe voll hinter dir. Ja, schick mal die anderen vor, ne? Naja, nach dem Motto, seid nicht feige, lass mich hinterm Baum. Ja. So, aber zu A müssen wir eigentlich. So, da steht ja ein Berg im Weg. Ja, gut, an dem müssen wir So, erstmal. warte mal. Also bekämpfen Sie die Burg bei A, bei B, bei C, bei D und insgesamt sind es 15. Na, nice. Man gönnt. Ja, ich Jetzt. war nicht faul. Man gönnt sich ja sonst nichts. Nee. So, Außerdem kann man hier bei Leveln, habe ich aber A festgestellt. wäre bei mir links, ne? Ja, links, wir müssen gleich nach links dann weg. Ah, okay. Aber Aber hier ist eine erstmal auch kleine schon. Patrouille. Na, die machen wir mal eben weg, da die Pappnasen. Jo. Juhu. Hallo, herzlich willkommen auf Reiser. Ja. Und wir freuen uns, wenn Sie uns wieder verlassen. Sehe ich auch so. Ne, also wir wollen Sie hier nicht als Dauergäste haben. Lol? Nee. Oh. Hinter uns ist auch noch einer. Oh, wow. War einer. War einer. Nicht. Okay, das kleine Ding hier mal schnell. Ach nee, das ist nur irgendwas zu essen, das brauche ich nicht. Naja, gut. So. Ich habe keinen Hunger. Na, den habe ich nach der Aufnahme. Ja, den habe ich dann auch. Ich habe mir schon was bereitgestellt. Ich auch. Cool wäre doch mal was zu essen zu finden. Also so richtig nach dem Motto hier mal aus Star Trek so, was weiß ich, so klingonisches Essen oder so. Würde ich mal gerne mal probieren, wie das schmeckt. Gach. So, da stehen schon die nächsten. Okay, ich versuche mal den da. Ach ja, jetzt muss ich hier. Ey, du lebst noch? Der lebt noch? Naja, nicht mehr. Was soll das? Nun stirbt doch schon endlich. Ja. Oh, tun sie auch. Welch ist er? Ja. Die sollen heute sterben wie die Fliegen. Oh, da ist schon einer. Lol. Hallöle auch. Und tschüss. Jo. War nett, dich kennengelernt zu haben. Jo. War ein kurzes Vergnügen. Ja. Oh. Ich nehme mal den hinteren da, diese taktische Drohne. Ah, muss ich schon wieder ändern, meine Modulation. Da passt. Okay, der eine ist schon weg.
So, du Borg bist auch. Hey, da verschwindet dein diesen Spalt. Auch nicht schlecht. Ja, das ist der Riss von mir, den ich erzeugen kann. Fühlt sich so magisch von dem angezogen, ne? Kreisa ist doch eine hübsche Insel. Ich würde da gerne mal wirklich Urlaub machen. Also Hätt. Scheint nicht schlecht zu sein, ne? Hätte schon was, ne? So ein bisschen am Strand rumchillen. Oh, aber ich glaube, hier können wir nicht chillen heute. Ja, heute mal nicht. Nee, heute haben wir viel Arbeit vor uns. Hallo. Stehen schon die nächsten. Ja, das war vergeudet. Oh, was? Alle wieder angepasst. Nett. Ey, bleib weg von mir. Ja, ich bekämpf den schon mal. Okay. Oh, da ist noch eine taktische Drohne. Ah, die hat sich mir angepasst. Also wieder mal Frequenz umändern. Da kommt aber ein. Na, der lebt noch. Der Strand hat sich mal hier eben, oder der Sand hat sich schwarz gefärbt. Auch nicht. Synthol brauchen wir nicht. Besoffen sind wir eh genug. Nochmal. Wenn du es haben willst, nimm's ruhig. Ach ja, das gebe ich meinen Leuten immer gern so. Hier fränkische Rohrmahlen kannst du auch hier kriegen. Ist ja reizend. Ja, ich weiß nicht, wie die schmecken. Ich muss es nicht unbedingt probieren, auch den Schneckensaft nicht. Also Schnecken an sich sind eigentlich lecker. Ja, hast du schon mal welche gegessen? Ja. Okay. Schnecken ist eine Delikatesse. Okay. Dann will ich nichts gegen den Geschmack da für Schnecken bei Ferengis sagen. Da kann ich noch nicht mitreden. Nee, ne? So, das heißt, jetzt haben wir A, haben wir durch, ne? A ist gegessen. Ja, jetzt sollten wir langsam nach B uns begeben. B war dann da unten, ne? Ah, da. Besser gesagt, da oben. Ja, achso, du bist schon vorgerannt. Ich bin schon mal hier und nehme mir die erste Drohne vor. Ich komme von der Seite. Das ist immer gut. Ich muss nämlich schon mich wieder... Der ist down. So. So, gibt's da... Die gewöhnen sich aber auch recht schnell. Das Hammer, ne? Also das hinlassen, ne? Ja, definitiv. Also das geht unheimlich fix. Da muss man wirklich öfters den Knopf drücken, als einem lieb ist. Ja. Und da steht schon die nächste Gruppe. Alter Schwede. Und weißt du, warum bei mir die Kämpfe auch immer schwierig sind? Weil ich die Gruppen durcheinander stelle. Ja, ja. Das heißt, dann greifen dich nämlich plötzlich alle an. Und nicht nur vereinzelt. Na, ihr habt's aber wohl nötig heute. Wie immer. Ja, die Borg wollen's wissen. Ja. Bams. Ist erstmal aufs Maul. Und wie viele Borg braucht man, um dem Regen zu entgehen? Was? Wie viele Borg braucht man, um den Regen zu entgehen? Ich habe keine Ahnung. Zwei. Der erste, der wird, der geht down und der zweite assimiliert ihn. Okay. So, wo haben wir jetzt da? Ah, da ist ja noch einer. Naja, aber nicht mehr lange. Habe ich heute mal im Internet gelesen, den Witz. Über Borg. Okay, haben wir ja B auch schon. Meine ja, geht ja wie... Ja, wir haben Schnürchen, aber ne? Hallo. Oh. Und nicht einmal gestorben sind wir. Stimmt. Also, muss ich immer sagen, wir sind gut dabei. Der Hammer sind wir. Also im Krankenhaus sind wir zumindest einmal gestorben. Ja. Aber wir haben schon 9 von 15, das ist schon mal gut. Mhm. Ja, das geht sich doch schon gut an. Mhm. Aber ich denke mal, das dicke Ende kommt noch. Ich kenne dich doch. Ja, schon ein paar von mir mit so einem gespielt, ne? Ja, ja. Ja, ich bin da nicht ganz unfaul, ne?
Aber ja, da stehen schon die nächsten bei diesem hübschen Gerät. Mhm. Ja, nicht zu schnell ran, weil kommt gleich ein Dialog. Okay. Ja, das müsste so. Ja. Sir, sehen Sie das Gerät der Burg dort? Was ist das bloß? Wir sollten es scannen, um herauszufinden, was das sein könnte, Admiral. Scannen Sie das seltsame, scannen Sie das seltsame Borggerät. Gut, habe verstanden. Gut. Also, ich denke mal. Dann müssen wir aber erstmal die Wacken hier. Ich denke auch, bevor wir da in Ruhe scannen können, müssen wir da erstmal ein bisschen was beseitigen. Ja, und nicht zu wenig, wie mir scheint. Na gut, ist nur eine Gruppe. Na, wirst du wohl sterben? Du bitte auch. Auch für dich gilt dieses Spiel dann zu Ende. Ja. So. Ja, ich hab hier noch einen. Ja, hier ist noch einer. Alter, was? Ja, der hat sich schon wieder mir angefasst. Ich muss schon wieder. Ja. War gerade kurz vor down. Ui. Hm. Hätte, naja gut, ich hätte dich gleich schnell wieder belebt. Ah, ja, passt jetzt. So, dann irgendwo müsste doch dann hier der Button sein, Bockritz kennen. Das mache ich jetzt mal schnell. Hm. So, Sir, dieses Gerät beinhaltet eine seltsame Flüssigkeit. Die Zusammensetzung besteht aus Fluorid, Methan und... Sir, das ist ja entsetzlich. Was ist denn? Und da kommen schon die nächsten. Oh, Sir, den Bug-Virus, den wir bei den Patienten gefunden haben, hat eine bestimmte Signatur. Diese Signatur kann ich ebenfalls in dieser Flüssigkeit feststellen. Das bedeutet, wenn diese Flüssigkeit frei wird, dann wird nicht nur die Atmosphäre vergiftet, beziehungsweise verwandelt sich in eine für Borg geeignete Atmosphäre, sondern jeder Humanoid, der sich in dieser Atmosphäre befindet, wird über kurz oder lang ebenfalls zum Borg, Admiral. Tja, so, jetzt mache ich mal Dialog, mache ich mal alleine, du kannst da mal kämpfen. Und was halten Sie davon, Taktik? Sir, vielleicht wurde der Borg-Virus zuvor auf ähnliche Art und Weise auf Reiser freigesetzt. Das würde zumindest erklären, wie die Seuche bzw. der Borg-Virus hier hergelangt ist. Wir sollten auf jeden Fall dieses Gerät deaktivieren, damit es keine Gefahr mehr darstellt. Was halten Sie davon, Technik? Sir, dieses Gerät scheint einen Komprimierer und einen Gaser zu besitzen. Zuerst muss eine Flüssigkeit komprimiert werden, damit ein hoher Druck entsteht. Und dann durch den Gaser, der dann nicht mehr viel Energie aufwenden muss, um die Flüssigkeit zu erhitzen, da eine hochkomprimierte Flüssigkeit schon erwärmt ist, entsteht daraus ein entsprechendes Gas, dann was freigesetzt wird, Sir. Allem Anschein nach dient dieses Gerät einzig allein nur dazu, ein Gas freizusetzen, Admiral. So, wie können wir das Gerät unschädlich machen? Da die Borg eben noch daran gearbeitet haben, vermute ich, dass dieses Gerät noch nicht aktiviert ist. Damit wir sicher gehen können, dass dieses Gerät deaktiviert bleibt, sollten wir eine Kaskadenverschlüsselung initiieren. Diese Verschlüsselungstaktik von Systemen beruht auf einem mehrstufigen System. So ist diese Verschlüsselung schwer zu knacken für die Borg, Admiral. Und somit verhindern wir weiterhin eine Inbetriebnahme dieses Gerätes, Sir. Wie können wir eine solche Verschlüsselung initiieren? Sir, ich kann eine solche Verschlüsselung auf unsere Tricorder laden. Dann brauchen wir diese nur noch an die Kontrolleinheit übermitteln. Und dann müsste die Kaskadenverschlüsselung initiiert sein. Admiral, initiieren Sie eine Kaskadenverschlüsselung und machen Sie somit dieses Gerät unbrauchbar. Gut, machen Sie es so. Dann da darfst du mal bei diesem Gerät dann diese Verschlüsselung initiieren. Dann gehen wir mal an das Gerät. Kaskadenverschlüsselung initiieren. Zups. Haben wir geschafft. Ne?
Okay. Jupp, jetzt können wir bei D weitermachen. Ah, okay, alles klar. Ich pack mir noch den Alkohol hier ein und dann... Okay, ich warte mal. Ah, da bist du ja schon. Ja, ja, ich bin... Schon mal eine neue Frequenz. Hm, hab ich von auch schon gemacht. So, meinst du nicht, wir kommen hier querfeldein etwas schneller dahin? Sicher ist über diesem Weg. Okay. So, du kennst dich ja hier aus. Jo, mittlerweile ein bisschen. Rennen wir mal ein bisschen schneller. Ja. Hübscher Strand, ne? Also wirklich. Ja, also ich könnte hier meinen Strandkorb schon aufstellen, so ist das nicht. Ja, ne? Also muss man sagen. Ja. Die Reiseaner wissen schon, wie sie hier gut Urlaub machen können. Ne? Muss man nicht sagen. Aber ich möchte nicht wissen, was so ein Urlaub kostet. Du weißt doch, die Zukunft funktioniert ja etwas anders. Der Antrieb für materielle Dinge ist ja nicht mehr wichtig. Ja, aber ich möchte nicht wissen, was es heutzutage kosten würde, auf Reiseurlaub machen zu wollen. Unerschwinglich. Tja. Leider. Zumindest für uns sonst. Eins, ne? Ja. Ah. Oh, da kommen auch schon die nächsten angebatschelt. Jawohl. Noch nicht mal im Gänsemarsch. Schade, aber okay. Macht nichts, wir machen sie nieder. Ja, sowieso. Ja, wir schaffen das. Können wir das schaffen? Wir schaffen das. Also ja. Natürlich, Bob, der Baumeister, der Blaumeister. Was der immer trinkt, möchte ich nie wissen, ey. Da gibt's ja auch noch so einen anderen Handels, ne? Was denn? Na ja, dieser, wie heißt der, hat meine Tochter immer gerne geguckt, hier, auch so ein Tischler ist doch das hier. Okay. Da heißt das Vieh. Ja. Ach, nicht drauf. Sorry, da aus dem Zeitalter bin ich raus. Ja, aber man muss es ja sich mit den Kindern kam noch ein Dialog. Tja, da ist ja noch ein Gerät. Anscheinend ist das auch noch nicht in Betrieb, da die Borg immer noch daran arbeiten. Wir sollten auch dieses Gerät unschädlich machen. Machen Sie auch das zweite Gerät der Borg unschädlich und initiieren Sie ebenfalls bei dem Gerät eine Kaskadenverschlüsselung. Ja. Gut, machen Sie es so. Machen wir gleich. Yep. Wenn wir Zeit haben. Aber ich bin gleich down. Wenn wir Zeit haben, machen wir fast alles. So, ich fliege schon mal. Oh, ich fliege auch. Herzlichen Glückwunsch. Okay, respawn. Jo. Jetzt können wir die Gruppe wieder mal angreifen. Ja, mal die andere Waffe, holen wir noch ein bisschen Verstärkung dazu. Oh ja, gute Idee. Was war das denn dem? Ich glaube, der Typi will mich assimilieren, wa? Alter. Wow. Hier geht's doch ganz schön gut ab. Ja, ja. Aber komm der Sache, glaube ich, näher. Ja. Ist nicht mehr allzu viel. Ne. Ach, leck mich doch. Meine Fresse, der ist aber widerstandsfähig, diese Elite-Drohne hier. Ja, die krieg ich jetzt erstmal das da reingepfiffen, da hat sie nämlich ein Problem mit, siehst du? Aber nur kurz. Ja, aber in der Zeit konntest du. Ja, jetzt kommst du zu mir. Ey, was soll das denn schon wieder? Frequenz. Zempf. Nein, nein. Noch taktische. Ja, ist ja gut. Ich mache ja schon. Ey, schieß nicht auf mich. Das ist für mich ungesund. Ja, es gibt so hässliche Löcher. Ja. Alter, jetzt stirb endlich. Oh, hier ist ja noch was. Ich bin schon mal down. Oh. Aber ich glaube, ich schaff's noch. Jawohl. Den dicken habe ich weg. Das ist gut. Ich liege hier am Strand gemütlich, ne? Ja, 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 chill du mal ab. Oh, auch hier meine beiden auch, du. Die haben sich auch gedacht, so, wir genießen mal hier die Ruhe. Jetzt aber Feierabend hier. Wach auf! Danke. So. Ich muss auch nochmal hier meine Viecher hier mit. Warum kann ich das nicht? Achso, doch. Ich glaube, wir haben alle Bock. Jo, wir haben alle. Hammergeil. Ja. Gegenstände nehmen. Jo.
So. Lass mal looten. Jawohl, klauen wir mal hier alles. Naja, gehört alles uns. Genau, wir haben es ehrlich erworben. Wir haben es auch ehrlich verdient. Ja, so, dann machen wir ein. Jo, schon dabei. Sir, wir haben alle Bocktruppen hier auf Reise erfolgreich geschlagen. Admiral, Sir, wir werden von der Valley Forge gerufen. Hier Außenteam, wie ist die Lage bei euch? Admiral, die Lage ist hier sehr ernst, Sir. Wir konnten gegen den Borgwürfel nicht viel ausrichten und es sind mittlerweile schon noch Verstärkungen eingetroffen, Sir. Die Schilde sind teilweise zusammengebrochen und die Borg haben sich an Bord gebeamt. Und sie haben schon das halbe Schiff eingenommen, Admiral. Wir kämpfen schon fast überall auf dem Schiff, Sir. Und wir können uns gerade so halten noch, Admiral. Können Sie uns raufbeamen? Zum Transporterraum sind die Borg noch nicht ganz vorgedrungen, Sir. Eben kommt eine Meldung rein vom Maschinenraum, Admiral. Stellen Sie durch. Admiral, hier Maschinenraum. Die Borg sind soeben zu uns durchgedrungen. Und wir kämpfen so gut wir können. Ich werde versuchen, die Maschinenkontrollen zu sperren, Sir. Sir, wir brauchen dringend Unterstützung hier. Wir sind auf dem Weg. Sir, wir versuchen, sie nun raufzubeamen. Die Borg versuchen gerade, die Kontrollen zu blockieren. Wir versuchen unser Bestes, Sir. Ich habe ihre Signale erfasst. Aufs Schiff. Genau. Und jetzt wird's los.